Verleihung des goldenen Meisterbriefs. Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz vertritt die Interessen von insgesamt knapp 37.000 Betrieben mit einem Nettoumsatz von rund 24 Milliarden Euro. Diejenigen Handwerksmeister, die sich in ihrem Handwerk 35 oder mehr Jahre auf dem Markt behauptet und vorbildlich gewirtschaftet haben, werden mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Ihren jahrzehntelangen Fleiß, ihre Tüchtigkeit und ihre Kundenorientiertheit würdigte der neue Präsident der Handwerkskammer am vergangenen Freitag. Jetzt bin ich eine Woche im Amt und freue mich natürlich, dass ich gleich also bedeutende Veranstaltung als Auftakt habe. Und das sind halt alles verdiente Meisterinnen und Meister, die eben schon in ihrem Handwerk den entsprechenden Erfolg vorweisen können und es zur wahren Meisterschaft gebracht haben. Als Lehrmeister in den Werkstätten schulterten die Ausgezeichneten ganz im Stillen eine große gesellschaftspolitische Aufgabe, so Haber weiter.